Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Halt die Fresse, Handy. Jetzt aber. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ich muss jetzt mal ein kleines Vorwort an das Video packen, denn so viel haben wir da nicht erklärt. Es gibt heute ein PvP-Duell oder ein PvP-Turnier im Prinzip auf den Teamodia-Servern, denn das ist der neue Modus, der aber bald erscheinen wird. Da sind sehr, sehr viele tolle, süße, nette dabei. Entschuldigung. Und das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Ihr werdet jetzt gleich die Qualifikationsrunden sehen und dann dementsprechend die Runden danach. Es wurde so eingestellt, ich glaube, wir waren 10 Stück insgesamt, dass eben immer so ein Rotationsrhythmus ist und dann wir eben immer in One-on-Ones gegeneinander antreten. Und je nachdem, ob man eben diese 3 Qualifikationsrunden gewinnt oder ich glaube 2 von 3, ist man dann weitergekommen ins Achtelfinale, dann ins Viertelfinale, ins Halbfinale und schlussendlich natürlich ins Finale, wo man dann der Sieger dieses PvP-One-on-One-Turniers wurde. Dementsprechend seht ihr gleich immer die kleinen Arenen. Ich habe dann immer ein One-on-One mit einem am Laufen. Den anderen hört ihr dann auch. Ich hoffe, der Modus gefällt euch. Ihr könnt jetzt schon mal entscheiden, ob ihr dann ein Like da lassen würdet. Ansonsten gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Ich gebe das dann weiter an Tim. Oder Tim liest das bestimmt. Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Und ich habe noch eine 2. Runde. Wenn euch das gefallen sollte, dann Like da lassen. Viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem 1v1 PvP-Event auf Teamodia. Mit dabei sind ganz viele Leute und wir starten sofort. Yeah. Okay. Oh, gegen wen spiele ich? Okay. Oh, ich spiele gegen Gomme. Okay. Hallo, GWP. Ah, hallo. Hallo. Na? Na? Willst du sterben? Vielleicht. Bisschen vielleicht. Also, ich meine, wir können das. Ich finde das witzig, dass ausgerechnet du wieder reingekommen bist. Ich verstehe nicht warum. Ich meine, wir haben das ja gerade eben schon ausgetragen. Und wir wissen ja, was passiert, ne? Ja. Ich gewinne wieder. Ja, schon wieder. Ja, du versteckst dich auch immer in deiner Höhle. Das ist die geheime Höhle. Oh, Alter, nein, oh, er trifft mich. Oh, nee, oh, nee. Oh, komm. Warum brennt's denn da überall bei dir? Hab ich getroffen? Nee, Alter, was. Du hast das so weit nach vorne. Ey. Was ist das? Richtig kacke. Lass mich, lass, boah. Du hast auch noch voll viele Player, komm. Ja. Ach, nee, ach, nein, ich will nicht direkt sterben. Ja. Ja. Hör auf. Oh, nein. Aus. Oh, nein. So. Kannst du mal bitte aufhören. Boah, was leckst du denn so? Ja, Quatsch, leck ich. Das war perfekt. Okay, okay. Pure Perfektion. Das ist auf jeden Fall leckiger als gerade. Sollen wir das mal irgendwie erklären? Irgendwie, was wir überhaupt hier machen? Oder so? Einfach weiterspielen? Einfach spielen. Einfach spielen, okay. Tja. Wir brauchen 3 Runden, ne? Oder der Sieger braucht jetzt 2. Ja, oder 2 eben. Du wirst jetzt sowieso gewinnen. Und nicht diese Höhle. Geh doch bitte aus dieser Höhle raus. Ja, der Peter konnte mich hier gerade voll überraschen, weil es noch einen Hinterausgang gab. Ach, da gibt's einen hinten, ne? Oh, scheiße, nicht sagen dürfen. Ja, du leckst ganz komisch. Echt? Ja, zwischendurch mal. Ist jetzt nicht oft, aber oft genug. Oh, nee. Nein, oh, fuck. Das war dumm. Lecke, das ist aber komplett neu. Also das gab's. Teleportest dich immer, warum? Ich bin ein Teleporter-Schwein. Nein, 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 nein. Aber du hängst auch, du ruckelst auch bei mir ordentlich. Zwei Herzen, ey. Also du ruckelst ernsthaft auch bei mir ordentlich. Ja, das liegt dann wahrscheinlich am Server. Ist nicht so gut für PvP. Nee, aber das können wir machen. Wir müssen uns jetzt nur konzentrieren. Entscheidende Runde, ich würde gerne eine Qualifikationsrunde gewinnen. Das müssen wir jetzt taktisch spielen. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Jetzt wo lebst du denn? Taktischer Aufbau, wir halten kurzes Bild ein und erklären den Weg, wie es im logischen wäre. Nein, oh, Quatsch. Oh nein, ich habe Schaden bekommen, Hilfe, ich bin runtergefallen. Mein Bein. Ein bisschen ungünstig gestolpert ist er da gerade kurz. Ja, aua. Unfair, Cheater, Alter, richtiger Cheater. Na, Quatsch. Hacker, Aimbot. Geh weg. So. Okay. Sneak da. Ah, oh nein. Ey, das Alter, gibt's doch nicht, das muss ich schon in der 2. Runde hintereinander. Ich bin so der Pro mit dem Teil. Ja. Ich schwick dich weg, Junge. Oh. Okay, dann geh ich auch weg. Jetzt geht's dem nämlich, jetzt geht's dem, komm. Ich bin ganz kurz vorm Sterben. Oh, heilige Mutter. Komm. Danke, ich glaube, du hast mich mitgeheilt, obwohl ich eigentlich voll war. Mist, ich bin tot. Oh, ja. Erste Runde, erste Quali-Runde.
Das war... Ich schwebe in der Luft. Ich auch. Richtig? Du bist nicht da. Oh nein, wer ist denn hier? 3, 2, 1, there we go, there we do, dann wünsche ich there dir ein gutes Spiel. Dankeschön, Stegi. Hast du gewonnen? Ja. Ja, sonst wären wir nicht gegeneinander. Wir immer sind ja die Sieger gegeneinander. Echt? Mhm. Okay. Aber GLP war echt gut, der hat auch eine Runde gewonnen. Ich habe gegen Holly gespielt. Holly war auch nicht schlecht. Ja, GLP hat auch ein paar Tricks drauf, ey, die sind echt dirty. Ja, Holly hat auch Trickshots gemacht. Echt? Ja, ich habe auch immer 360s gemacht, ab und an so mittendrin. Boah, wie er jetzt auftritt, ne? Gerade eben hat er noch schön hier alles wittern lassen. Der kleine Mann. Und jetzt, ey. Na, was geht? Da packt er wieder seine ganzen Chrissy Constanza. Dein Bauspam. Du und dein scheiß Bauspam. Das ist selber der größte Asoziale, Alter. Oh nein, ich hab keine Pfeile mehr. Ah, ich hab Pfeile. Komm nicht zu nah. Okay, ich glaub dir mal. Oh, die hat gesessen. Nee. Oh, sorry. Oh, die war ungewollt. Man darf nicht Schlangen laufen. Du bist ein Spaß. Oh, du hast so... Was? Ach, da! Oh. Nein! Ja. Oh Gott, ich war... Falscher Eimer, Alter. Oh Gott, gegen dich bin ich voll aufgeregt irgendwie. Ich weiß, dass du gut bist. Ja, hast gedacht. Ach komm, das macht jeder am Anfang. Falls der Modus mal publik geht, Digga, sind die ersten Leute, die... Ja, ich kann gegen so Typen wie dich halt super schwer spielen. Ja, Spawn-Trapping nennt man das. Nee, weil du, halt eben dich so derb am Spawn versteckst und das ist echt nicht leicht, dagegen zu spielen. Das kann ich nicht. Hat da jemand schon seine beiden Heiltränke verbraucht? Keine Ahnung, im Spastiven dann. Jetzt hör doch mal auf, so behindert zu rennen! Da treffe ich dich nicht! Verstehst du das nicht? Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Lava-Bucket ist verboten, bin ich für. Oh, gibt's nicht. Leck. Ach, scheiße. Scheiße. Den Fight hab ich sogar von dir aufgenommen. Gibt's doch. Ja, gut. Das war mein Los. Zweite Quali-Runde. War relativ gegen wen muss ich dann aus der Runde? Wieder GLP und Holly? Hä? Ich weiß es auch nicht. Okay, das wäre ein bisschen komisch. Und, ja, genau. Das ist der nächste Sturmwaffel. Ja. Genau, den Peter, den kennt ihr ja noch, der von Kraftattacke von früher. Kraftattacke? It's been a while. Ach, stimmt. Was der, dessen Namen ich nicht lesen konnte. Ja, genau, du bist schrecklich, ein schrecklicher, schlimmer Mensch, Peter. Alter, wie kann ich das nicht treffen? Ach nee, der Boden war zu weit weg. Der Boden war zu weit weg. So wie das halt so ist am Boden, ne? Ja, okay. Lol. Okay. Oh, gegen wen hast du gerade gespielt? Schon wieder alles weg. Ja, auf jeden Fall den Tim-Eimer und ich glaube Paluten sogar. Okay, gegen den Sieger von Varo, wie sah das aus? Also ja, gewonnen natürlich, ne? Der ist der kleine Pretender. Also 1 gegen 1 habe ich eigentlich immer voll drauf. Ja. Einer der besten Spieler in der Szene, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Das sind halt so, gibt eine Szene gegen einen? Es gibt eine. Das ist auch wieder, du machst es geschickt, du machst es wie... Auch scheiße. Wie der liebe Manu, der hat sich auch gerade eben hier die ganze Zeit versteckt. Oh nein, oh nee, oh nee. Och Mann, das ging mal schnell. Heilige Mutter, ey, heilige Mutter. Offensiv spielen, hoch 10. Offensiv ist vielleicht besser. Ja, das ist echt so. Also besonders, weil dann die wenigsten mit rechnen. Aber Paluten gegen Stegi ist bestimmt spannend hier jetzt gerade. Wie funktioniert das denn, dass ich schon wieder gegen dich muss? Keine Ahnung. Hast du jetzt irgendwas gewonnen? Ja, 2 Stück. Okay. Gut, legen wir los. Ja, hi. Hi. Ja, okay. Ja, hi. Wie geht's? Gut. Schon länger nicht mal gesehen. Ja, ich habe meine Taktik geändert, von dem, was ich gerade gegen Paluten gesehen habe, gegen dich.
War gut, oder? Ja, ich gehe jetzt auf eine hohe Klippe. Bekanntlichermaßen habe ich da kleinen Video-Research mit Peter gerade gemacht. Kannst du hohe Klippen nicht sehr gut leiden? Du bist mein Arsch, Mann. Ach, dieser Baum. Ich habe gehört, du hast trainiert. Mm-mm. Oh, ich leck. Oh Gott, ich habe richtig Frame-Anbrüche gerade gehabt. Habe ich den getroffen? Nee, gell? Ich hab nicht mal annähernd. Ich hab gar nicht getroffen. Mm-mm. Okay. Okay, Videobeweis. Schick ich deiner Mutter zum Morgen. Okay. Ich glaube, der hat aber echt voll getroffen bei mir. Ja, ich hatte das gleich ja gerade eben am Feuer. Ey, du Faggot, Alter. Wir haben gesagt, ohne Feuer. Wenn nicht. Ich hab übertreib dein Leben, Stegi! Übertreib es bitte nicht! Lauf. Nein, 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 nein! Wie lange hält das? 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 Nein, du bist so ein wie lange Arsch. Hält das? Komm, bitte geht weg! Bitte geh du bist so ein weg. Arsch, Mann. Geh einfach weg, Stegi! Geh einfach weg! Wie du kann das denn? Ich will nur eine Runde gewinnen! Jo. Ich will nur eine Runde! Eine einzige Mama, bitte! Lass Stegi sterben jetzt! Das nein. Kann doch nicht sein! Hier, hier! Nein, nein! Geh doch wenigstens da rein! Wie kannst du 0,5 werden? Wusstest du das nicht? Wenn ich Poison habe, dann hab ich doch ein halbes Herz. Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Och, warum sagt mir keiner sowas? Nee, ernsthaft, ich hab 3 gereckt wieder. Och, Scheißdreck. Ich wusste das. Oh. Oh Gott. Vor allem, du hast einfach so perfekt getroffen. Ich glaube, du hast die volle Zeit ausgenutzt bei dem Trank. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. So mache ich das immer. Digga, ich bin born this way, wie Lady Gaga sagen würde. Hä? Geht er nicht hoch dann? Geh doch weg, du Faggot. Das ist wie beim Fußball, wenn man da einen irgendwie mal aus dem Rhythmus kriegt, ey. Oh Mann, schon wieder daneben getroffen, oder was? Daneben geworfen. Ja, daneben getroffen war schon richtig stickig. Ach jo, du wärst jetzt eh gestorben. 4,5 Herzen, ein Lava einmal, du wärst down gewesen. Weißt du, wer noch down gewesen wäre? Tschüss. Deine Mutter, aber darüber reden wir nicht. Du Wichser. Tüdelü. Oh Mann, ich will jetzt nicht nochmal gegen dich kämpfen. Jetzt habe ich Angst, weil es ist echt. Wenn du das gewinnst. Oh, endlich, aber der. Ja, deiner war nicht gut. sagte er, während er hier rumzaffert wie sonst was, Alter, ey. Oh, ich hab meinen Bogen weggeworfen. Das ist natürlich nicht so schlau gewesen jetzt. Hast du ihn wieder? Ja, gell? Mhm. Schade. Ist nicht so, als hättest du in der Zwischenzeit nicht auf mich geschossen, aber ja, ich hab ihn wieder. Arschloch. Nein! Oh, Mann. 4-5 auch noch. Hätte ich in den Nahkampf gehen sollen. Ah, ausgeschieden. Und? Oh. Glüpp. Glüpp. Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Runde gewesen, muss man auch sagen. Gegen Stegi direkt. Sogar zweimal einfach. Ja. Das war doof. Aber wenigstens habe ich die eine. Also ich meine, ganz, man muss ehrlich dazu sagen, jetzt will ich nicht, dass die Leute das in den Kommentaren ausrasten, bitte, da ich das einfach nicht mit dem Trank wusste, weil ich halt eben nicht so ein Minecraft-Babo mit Tränken bin. Ja klar. Also die Runde, ich hatte 3 Herzen. Ich hätte mich ja nur natürlich. Einmal treffen müssen. Auf jeden Fall. Also ich habe es auch rausgehört. Ja. Du sagtest ja, hoffentlich stirbst du. Ja, ja, genau. Deswegen bin ich ja die ganze Zeit weggelaufen, weil ich dachte, genau. Du stirbst dann. Also im Prinzip wäre es ein Ding gewesen, aber jetzt weiß ich es. Nächstes Mal kann man es ja besser machen. So, an dieser Stelle habe ich dann irgendwie meine Aufnahmen schon beendet, obwohl ihr ja sicherlich das Turnier noch sehen wolltet. Die Links von den anderen stehen natürlich in der Beschreibung. Ein bisschen was habe ich auch noch vom Finale mitgeschnitten. Ihr könnt jetzt schon mal raten, wer im Finale war. Ja, ich zeige euch immer die tollen Szenen, die ich da mitgeschnitten habe. Ich bin so ein Spasti. Thank you.
So, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, das war's für heute. Ich habe, wie gesagt, für morgen noch eine Runde. Wenn ihr das Video liked und mir sagt, dass ihr das cool findet, gibt's morgen noch eine Runde. Da habe ich auch wirklich dann alle Runden aufgenommen. Also alle Runden, die passieren werden, auch das Finale oder so, gibt's dann noch in einem View. Das war jetzt so der erste Einblick, auch aus meiner Perspektive. Wie gesagt, ich habe jetzt die Quali nur geschafft und dann fucking Stegi und ich wusste nicht, dass das dieser Trank. Okay, ihr wisst das ganz schön. Und ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, Like da lassen. Dann gibt's übermorgen, glaube ich, noch eine Runde davon. Und dann ist es bald auch schon Gamescom. Und wie gesagt, auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von sowas generell mehr sehen wollt, weil ich finde den Modus an sich mega cool. Von daher, bis morgen oder bis zum zweiten Video. Brüste.